So, hallo und Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zu Destiny Forsaken. Ja, beim letzten Mal haben wir ein paar, wie heißen sie, Beutezüge für den guten Spider gemacht. Und da wir das jetzt auch in der letzten Folge komplett abgeschlossen haben, haben wir jetzt als nächsten Auftrag zu seinem Versteck zurückzukehren, um dann die weiteren Informationen, Aufgaben, sonstiges zu erwarten. Oh, und es sieht immer noch richtig schön aus, ich finde. In so einem Kontext ist Lila eine schöne Farbe, die hier richtig gut zu passt. Es gibt manche Sachen, da ist Lila nicht gut verwendet, aber in diesem Fall hier sieht es sehr, sehr gut aus. So, wir sind ja schon fast wieder da. Muss ich nur spawnen, da bin ich ja, hallo. Und ich habe immer noch den Bogen, die schöne Pistole und den Raketenwerfer. So, und dann muss ich wieder darüber hin. Aber warte, ich habe eine Kleinigkeit vorhin kurz gesehen, wo ich mich ziemlich gewundert habe. Nämlich, als ich hier gespawnt bin. Ich habe schon mal versucht aufzunehmen, aber da hat mein Spiel dann gemeint, nope, Absturz. Da war hier eine Kiste. Aber die ist weg. Schade. Wird wohl keine Kiste mehr da sein. So, schauen wir mal. Ich habe jetzt auch 2-3 Tage lang, glaube ich, nicht mehr gespielt. Aber mein Aim ist trotzdem für den Anfang annehmbar. So, aber ein Glück muss ich jetzt erstmal für eine kurze Zeit zumindest nicht aimen, sondern einfach nur laufen. Nehme ich hier rein und zwar runter in Spiders Versteck. So, und gleich wird mein freundlicher Hüter dann auch die Waffe wegnehmen, weil ich ja nicht auf Spider schießen darf. Zumindest war es das letzte Mal so. Genau, da. Hier, Waffe ist schon weg und ich darf sie nicht benutzen. Und wenn ich Linksklick drücke, passiert nichts. Genauso wie wenn ich Rechtsklick drücke. So ein Schweinerei. Bedauerlich. Was ist denn los? Keine Ahnung. Wir gucken erstmal bei der, denn die hat doch bestimmt irgendwelche Dinge für mich. Nein. Sie hat überhaupt gar nichts für mich. Blöde Tante. So, ihr beiden da. Hört mal auf, mich anzupimmeln. So, und wieder zu Spider. Jetzt, da du und Spider. Ach so. Er sagt ja schon irgendwas dazu. Und ich nehme Freundschaft ernst. Sehr ernst. Oh, sieh mich nicht so an. Ich würde nie etwas von dir verlangen, das nicht auch in deinem eigenen Interesse wäre. Na dann. Vergiss das nicht. Was gibt's denn hier kommen so? Wir zum Geschäftlichen. Ach so, hier muss ich so... Ich verrate dir die Verstecke der Baron. Leute weg, Mann. So, und der hat viel zu viel gebabbelt. Also, da eben stand einfach nur, ja, Spider nimmt das ganze Gedöns sehr ernst. Und jetzt, genau jetzt, darf ich wieder zurück zu Petra Venge. Spider gab uns die Chance, sie alle zu vernichten. In einem Rutsch. Und wenn Aldrin auch dabei ist, umso besser. Okay, also. Der Verräterprinz wird uns nicht überleben. Barone in der Mission verhöhnen, zur Strecke zu bringen. Die Barone. Okay, habe ich jetzt einen Kampf? One gegen Seven oder sowas? Ja, schauen wir mal. So, Mission verhöhnt. Gehe Spiders Tipp nach. Und die ist genau hier. Empfohlenes Power Level 360. Habe ich genau. Ah, das ist ja schön. Also, dann geht es los. So, empfohlenes Power Level 360 habe ich genau. Dann schauen wir mal, wie man mit so einem empfohlenen, also mit einem genau empfohlenen Power Level so durch die Mission durchkommt. So, ich bin da. Neues Ziel, Mission verhöhnt, greife das Versteck der Baron an. Aber irgendwie hat mir noch niemand genau gesagt, wo es ist oder was es ist. Blut sehen. Ah. Aber uns geht es um Gerechtigkeit. Nicht wahr? Naja, hoffen wir, dass Spiders Tipp über Aldrin und die Aufenthaltsorte der Barone stimmt. Ja, schauen wir mal. Das Territorium gehörte einst mir. Während des Umzugs musste ich einige wertvolle Dinge zurücklassen. Ich habe einen Vorschlag, mein Lieber. Finde meine Depots. Und ich werde dafür sorgen, dass es sich für dich lohnt. Depots finden oder so ein Kack. Teleportiere Spiders Depot. Ach so. Ja gut, das ist jetzt ja irgendwie noch nicht so ganz passend zur eigentlichen, also zu unserem eigentlichen Ziel. Das da lautet, die ganzen Barone zur Strecke zu bringen. Und ich habe ein Level Up, das ist sehr schön. Und dann schießen wir auf die Kobolde. Und wenn ich mit der Waffe auch drauf bin, dann funktioniert es. Und nicht einfach in irgendeine Barrikade reinschieße.
Ja, gegen so viele kann man auch mal schön den Revolver benutzen. So, wo ist jetzt das Depot? Das hier? Nein. Das da. Genau. Das war's schon. Hier ist mein Dank in Form meiner angriffslustigen Bekannten. Aha, angriffslustige Bekannten, die mir hier ein bisschen helfen. Das ist schön. Zumindest in so einem Ausmaß, als dass die bisher immer ziemlich gut Schaden sogar gemacht haben. Dann müssen wir jetzt nur noch die restlichen Depots fertig machen. Und das ist, Freundchen? Da war nichts mehr. Na gut, die schießen dann noch so ein bisschen rum. Währenddessen kann ich mich mal um die tatsächlichen Dinge kümmern. Nämlich hier Depot nehmen und bergen. Dann hier ein paar Gegner noch beschießen. Oh. Ah, da ist ja schon der erste Baron. Irgendwie ist der größer geworden als bei unserem letzten Treffen. Und trifft nur so wenig. Oder so halbwegs. Ja, die Waffe ist auch nicht so krass. Und wo hat die Schwachstelle? Aha, die hat gelbe Knubbel am Arm. Zumindest meine ich, dass sie da eben ein bisschen Schaden bekommen hat. Wir werden einfach mal sehen. So, wir besnipern die jetzt noch ein bisschen mit einem Bogen. Weil das Ding einfach halt ein bisschen gut ist. Jetzt kommen Raketen. Ich hoffe, die sind nicht... ich hätte jetzt fast gesagt, ich hoffe, die haben nicht so eine große Reichweite. Falsch gedacht. So, fragt jetzt, wo die Tante hin ist. Erstmal muss ich mich wohl hier um die komischen Ads kümmern. Also da ein bisschen mal draufhauen. Der andere, der hier wohl war, ist irgendwie weg. So, dem Mate können wir auch mal helfen. Habe ich ihm nicht ins Gesicht geschossen. Bin ich mal freundlich gewesen. Wo? Jetzt wissen Sie, dass wir kommen. Wir müssen uns spuren. Nicht nur jetzt, sondern auch von vorher wussten die das, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die das auch bemerkt hat, dass ich drauf geschossen habe. Ja, auf meine Mates zu beschießen, beziehungsweise zu schlagen. So, und da geht's jetzt weiter. Hey, guck mal, so ein Räuber. Oh, was? Nicht eine Raketenwerfer benutzen. Der ist eine blöde Idee, wenn man so nah dran ist. Das muss ich selber schon am eigenen Leib das eine oder andere Mal erfahren. Erinnert aber nichts daran, dass ich trotzdem noch hier den Baron mit dem Namen die Maschinistin besiegen muss. Auch wenn die olle Tante wieder abgehauen ist. Und ich nicht weiß, wohin. So, wo ist der nächste Gegner? Hier habe ich eben gerade was rot aufblitzen sehen. Das heißt, hier sind bestimmt welche. Das ist kein Gegner, aber das ist einer. Und das sind welche mit Schilden. Da geht es wohl darum, mal ein bisschen präzise zu schießen und einfach nur dumm aufs Schild drauf zu lähmen. Denn das bringt nicht so viel. So, wo spawnen sie? Da, bevor der gespawnt ist, habe ich dem schon ins Gesicht geschossen. Und genau sieht es mit den Kumpeln aus. Ach ne, der war nicht aufs Gesicht. Aber ist auch nicht so leicht, wenn sich die kleinen Fatzken da schnell bewegen. Heavy immun. Der war überhaupt drauf. Beziehungsweise der war überhaupt nicht auf dem Schild. So, dann... komm schon. So, machen wir es mal ordentlich. Fangen tatsächlich mal an zu aimen. Und geben den hier allen dann immer ins Gesicht rein. So. Oh, da sind ja noch ein paar. Die sollen das Ganze mal bitte bleiben lassen. Genauso wie der und die da drüben auf ihren blöden Plattformen überall. Oh, der Bogen ist schon witzig. Vor allem funktioniert der halt sehr, sehr gut. Ah, wer hat jetzt diesen... ich wollte mich schon gerade beschweren, wer hier das eine komische Gerät gebaut hat, das jetzt die ganzen Gegner bufft. Aber dann war da kein Gerät. Sondern keine Ahnung was. Es war dann noch schnell wieder weg. So schnell wie es da war, war es auch wieder weg. Depot kommt, Spider. Wie noch mit Depot? Es hieß doch nur zwei. Und es ist jetzt schon das dritte. Na egal. So, okay, greife das Versteck der Barone an. Alles klar. Ach. Komm schon. Hol deinen Geist heraus. Ich habe Lust auf eine Schießübung. Okay, das ist der Schütze, also nächster Baron. Irgendwie ist der nicht so groß wie die Maschinistin vorhin.
Eben gerade. Und auch immer hier, hallo, gefallene Mates. Wollt ihr mal ein bisschen ordentlicher hier was machen? Schaut mal an, was ich hier alles machen muss. So, da vorne ist noch wer, der so ein bisschen was an bösen Dingen hat, die mir nicht gefallen. Das wollen wir mal kurz ändern. Ja, für den reicht auch ein Pfeil. So, ach, fast. Wobei, hat auch irgendwie gereicht. Warum bin ich so langsam? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich sehr, sehr langsam bewege. So. Wo ist er? Da. Da ist der erste Baron. Der Schütze. Aber der Schütze ist irgendwie nicht so krasser Schütze, wie ich es bin. So, mal sagen, was der Schütze hierzu sagt. Er sagt dazu einmal frech ausweichen, weil er ein Arsch ist. Ja, das gefällt mir aber nicht. So, komm. Das probieren wir nochmal. So, und die komischen Kobolde mit roter Lebensleiste. Für die reicht auch einfach nur der Bogen aus. Für diese beiden, oder nur für den da, werde ich schon mal liebend gerne den Pfeil benutzen. Weil es halt schön Damage macht. So, aber jetzt gehe ich mit dem Raketenwerfer ran. Und er ist weg. Wo ist er hin? Oh. Da sind noch ein paar, die ich vielleicht erstmal besiegen sollte, bevor ich mich dann um den anderen Kobold weiter kümmere. Und meine Verbündeten, die Gefallenen, sind irgendwie auch weg. Schade. Die haben das eine oder andere Mal gar nicht mal so schlecht helfen können. Und da ist eine blöde, gestörte Monstrosität. Die würde ich doch mal bitten, sich erstmal ein Stück verbuddeln zu gehen und mich nicht weiter zu beschießen mit irgendwelchen blöden Blitzen. Ich habe nämlich gehört, das ist ziemlich ungesund und tut mir weh. So, wo ist der Schütze hin? Spider, wir haben einen der Jungs verloren. Geschäfte machen nur tolle Kosten, mein Lieber. Mach dich nicht verrückt. Was? Okay. Die Probe teleportiert. Wie war das? Einen verloren? Zwei. Ja, sind beide wieder da. Avrok und Arha. Ah, das sieht aus, als ob hier jetzt gleich ein bisschen Party abgeht. Und ich würde mich freuen, wenn ich nicht von meinen Mates geblockt werde. So, auch bei Dingen, die in CS passieren, habe ich gedacht, dass ich hier von in Destiny erstmal tendenziell genug habe. Nice! Mates, komm her, komm her, komm her, komm her und gib mir die Versengungswaffe. Die ist nämlich ein Raketenwerfer. Und da ist ein Hohnläufer. Das ist doof. Aus dem Grund gibt es wahrscheinlich hier den Raketenwerfer. So, ein Glück hat der Munition. Nicht so wie vor ein paar Wochen. Oder letzte Woche, um genau zu sein. Im DLC. Diese Valkyren. Also der Valkyrenspeer. Der war ja einfach nur mit Sekunden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich hier nicht von der Treppe geblockt wird, aber das, da kann ich wohl lange hoffen, bis das passiert. Vor allem, weil so ein blöder Hohnläufer ja, gar nichts damit zu tun hat. Was hat er vor? Oh, einfach nur das. So, wer auch immer so einen Läufer nicht kennt, so bekämpft man ihn. Man schießt die ganze Zeit auf den Bein, weicht den Attacken aus. Und wenn das Bein kaputt geht, dann dauert das ein bisschen, aber dann geht er kurz platt. Dann muss man hier rein und dann diese Stelle angreifen. Am besten eigentlich mit draufschießen, mit einer automatischen Waffe, aber ich habe momentan keine automatische Waffe. Das ist ein bisschen doof. Aber wie ihr seht, da macht man dann so 5000 Schaden und das ist ein bisschen von Vorteil. Wie ihr seht, er ist schon ziemlich fast tot und ich brenne. Das gefällt mir nicht. Dann gehen wir aus der Bahn des Brennendes. Und die Kobolde sollten wir aufpassen, dass sie mich nicht erwischen. Und wie haben wir gelernt, auf die Lampen schießen, aber das geht auch nur, wenn man tatsächlich Munition in der Waffe hat. So, Versengungswaffe in mein Gesicht zu mir. So, aber ich habe jetzt hier das eine Bein schon angegriffen. Problem daran ist,
Wenn ich das eine angegriffen habe, kann ich es danach nicht weiter angreifen, denn das ist Destiny-Logik. Wenn man die Rüstung an einer Stelle zerschießt, dann bekommt das Ding danach weniger Schaden an dieser Stelle. So, jetzt muss ich erstmal wieder weg und nachladen. So, der ist nachgeladen, du aber nicht. Also mach mal hinne. So, fragt sich jetzt nur, wie wir den jetzt am besten machen, denn erstmal gucken wir, dass wir hier nicht von denen kaputt gemacht werden. Au, heiß, heiß, Feuer, Feuer. Ich brenne immer noch. Warum brenne ich noch? Danke. Oh, das ist ja aber auch ein richtiges Inferno da gewesen. So, und jetzt müssen wir unser Bein aussuchen. Nehmen das Mitte rechts. Und schießen da weiter drauf. Hoffentlich ist die Hitbox tatsächlich so, dass es auch funktioniert. Wenn nicht, dann würde ich mich ein Stück verarscht fühlen. Die Raketen da können mir erstmal gestohlen bleiben. So, komm. Gleich ist die Rüstung doch an dem Ding noch kaputt. Ja. Verdammte Läufer. Und ich habe hier keine Raketenwerfer mehr. Dann kriegst du einmal kurz eine Granate und ich brenne schon wieder. Ich weiß aber nicht warum. Und ich finde das sehr, sehr frech. Hallo. Geh langsam mal die Rüstung an diesem Bein noch kaputt. Oh, oh, was hat er vor? Nichts Besonderes. Ich finde es voll frech, dass er mich hier durch die Wand anbrennen kann. Hallo. Durch die Wand brennt der. Oder vielmehr, ich brenne durch die Wand. Ja, hier. Ich stehe so weit weg. So eine Scheiße aber auch. Komm, nehmen wir weiter den Bogen. Aha. 8000 Schaden. Das ist doch erstmal schön. Hätte ich den Bogen gleich von Anfang benutzt, hätte es viel besser funktioniert. So, weiter. Nächste Aufgabe, greife das Versteck der Barone an und sind meine gefallenen Mates schon wieder draufgegangen? Sieht so aus, ja. So eine Schweinerei. Da Forsaken Zeichen, ja. So, was ist das? Das leuchtet so komisch, hat einen blöden Shader drauf und man kann damit genau nichts tun. Sieht aus, als ob ich hier unten nicht rein sollte. Und dass es hier so Blasen schlägt, gefällt mir nicht. Deswegen gehen wir einfach mal hier auf den Catwalk und tun so, als ob wir es nicht gesehen hätten. Aus dem Auge, aus dem Sinn, sage ich meistens. Jetzt sind wir angekommen im hohlen Versteck. Und da ist ein Gespenst. Spooky, spooky. Dreh dich um und krieg den Kopf. So, wie war das mit Gespenstern? Die gibt nicht. Das stimmt. Der war auf dem Kopf. Und zwar nicht auf dem Schild vom ersten... Ach, was? Hallo? Bitte mal auf Kopf schießen lassen. Oder aufs Bein, geht auch. Hier so schön in den Oberschenkel rein. Hallo, Oberschenkel. Genau, danke. Oh, können wir mal ein bisschen Munition holen. Aber erst möchte ich den mir noch vom Halse schaffen. Hat nicht gut funktioniert. Irgendwie sagt mir mein Radar, dass hier wohl mehrere seien. Und damit hat es wahrscheinlich auch recht. Bei mindestens zwei sind wir schon. Geh mal weg. Der hat es überlebt. Der hat das überlebt, aber auch nur, weil ich ihn mitten aufs Schild geschossen habe und keine Munition in der Pistole. Ist doof. Haben wir geändert. So, kann ich noch Power-Munition aufnehmen? Nein. Schade. Das Ding hat nur 5 munitionsfrei? Ach, scheiße. Ja, 2 der Barone haben wir schon gesehen. Ich habe noch ein Depot von Spider gefunden. Da. Aber irgendwie... Geht jetzt darum, das Depot zurück zu erobern und deswegen werde ich gleich mit Gegnern zugeschießen werden. Fragt sich nur, ab wann ich die Gegner trigger. Ab hier? Och Mann, das ist doch gemein. Okay, hier unten auch nicht. Der Wiedereinstieg ist eingeschränkt, das heißt, hier kommen safe Gegner. Aber ich weiß halt nicht, ab wo ich hingehen muss, damit ich sie trigger. Wahrscheinlich muss ich einfach das Depot holen. Das heißt, sie kommen in 3, 2, 1. Okay, ich konnte da zumindest ein bisschen Schaden machen. Eine Falle. Nee. So, die Gaunerin ist schon mal da. Die miese Gaune.
So, Widerlinge haben wir zumindest schon mal zu meiner Zufriedenstellung gemacht. Kann da ein bisschen in die Pirsch reinhalten. Und ein korrumpierter Häuptling gefällt mir eher weniger. Vor allem, weil ich mit dem Bogen daran nicht so effizient Schaden machen kann, sofern der Schild noch oben ist. Einfach, weil ich schlecht aime und nicht so eine hohe Feuerrate habe. Hör auf, mich von der Seite ins Bein zu beißen. So, Widerlinge können mir mal gestohlen bleiben. Die können auch ein paar ihrer Mates in die Luft sprengen. Habe ich auch nichts dagegen. Fehlt noch hier und da noch ein paar von. Jetzt haben die überlebt. So, aber jetzt. Okay. Das war's? Na gut, ich werde mich nicht beschweren, wenn es hier ein bisschen einfacher ist, aber so einfach wiederum auch wiederum nicht. Aber jetzt habe ich es gejinxt und krieg wahrscheinlich gleich hart aufs Maul. Ah. Dann schauen wir mal. So, hier drauf hüpfen darf ich noch. Darauf auch. Mal ein bisschen jumpen, runnen. Dann bin ich hier direkt oben. War das gut, hier rein zu rushen? Im Zweifelsfall nicht. Da ist der Henker. Freundchen? Lass den Scheiß mal sein, okay? Rückzug. Und Absturz. Warum? Warum? Absturz. Ich weiß es nicht. Das finde ich frech. So, meine Super ist bereit. Sollen wir die benutzen? Vielleicht. Eventuell. Och, ich wäre fast schon wieder abgestürzt. Aber irgendwie macht der Henker doch zu viel Schaden, ne? Da ist nicht seine Schwachstelle. Okay, der hat einfach seine Schwachstelle im Kopf. Und ich glaube, wenn ich weit genug wegbleibe, dann ist der auch nicht getriggert, sodass er näher kommt. Ah, und der Fanatiker spricht auch wieder mal. Das gefällt mir. Gefällt König Aldrin. Wie, was heißt die König Aldrin? Fanatiker, du bist ein Vollidiot. Ich habe zwar nichts weiter gehört außer König Aldrin und habe festgestellt, nope. Komm, hör auf, noch zu babbeln, ich höre dir sowieso nicht zu. Warte, was gleichzeitig? Ich habe nur das Wort gleichzeitig gehört und es gefällt mir schon nicht. Da hinter der Wand sabbert's schon. Oder hier unten drunter. Nö, da nicht. Da ist aber Feuer. Was auch immer der eben hier meinte mit von wegen, ja, Leute kaputt machen, kommen neue oder ja. Na gut, ich werde es riskieren. Müssen wohl eher. So, und die Dinger sind wahrscheinlich dafür gedacht, dass man da einfach reinrennt. Der unachtsame Spieler, der nicht weiß, dass man das kaputt machen kann. Da ist noch eines, das da so freudig darauf wartet, zerschossen zu werden. Wir müssen nicht über das Rad hüpfen, sondern können einfach außen rumlaufen. So, und dann hebe ich mir mal wieder. Ich brauche keine Barone, um dich niederzustrecken. Ja, Fanatiker. Meine Hohnarmee. Da vorne ist er doch schon, oder? Dein Ende sein. Okay, wir haben hier den Fanatiker und Hohn des Fanatikers. Okay, und sie sind beide momentan gebufft. Genau, immun. Und auf die Fackeln schießen bringt auch nichts. Das heißt, erstmal rein und überleben. Im Zweifelsfall. Das ist nachgeladen. Ich habe meine Granate. Was ist los? Ich habe dir nicht zugehört, mein Freund. Ich war gerade dabei, hier meine Ausrüstung zu checken. So, jetzt sind sie am Start. Okay, und jetzt kriegen sie auch Damage. Zumindest hier auf der Hohn des Fanatikers kriegt auch Damage. Dann schießen wir den mal so ein bisschen ins Gesicht. So, dass er mir hoffentlich nicht allzu viel Damage macht. Ja, aber wie wir das mit dem Bogen spielen, ist eine Challenge. Na dann. Holen wir mal den Revolver raus. So, hier erstmal mich ein bisschen um die Ads kümmern, damit sie nicht weiter
mir auf den Sack gehen. Hier oben war gerade noch einer, der ist weg. Und was auch immer das ist, es gefällt mir nicht. Hör auf mit dem Scheiß, geh weg von mir und geh kaputt, ihr beide. Nimm mal kurz diese da, okay? So, 5000 Damage hat er bekommen. Ist okay, aber ist nicht genug. Dann gehen wir mal hier rüber. Denn ich habe festgestellt, ich habe eine viel größere Mobilität als der Herr Junge. Oh, doch nicht. Raketenwerfer. Raketenwerfer. So. Der hat sich geduckt, der Arsch. Okay, das heißt, wir merken beim Raketenwerfer nicht auf den Kopf schießen, sondern erstmal nachladen und dann auf den Bauch. Was? Warum brenne ich? Okay, weil ich ins Feuer gerannt bin. Dies erklärt so einiges, warum ich brenne. Da sieh mal einer. Und hier ist noch ein paar andere Dinge explodiert. Och, nö. Der Hohn da hinten, dieser Fatzke kommt mir so langsam zu nah. Genau, für meinen Geschmack. Und da hat er gerade schon irgendeinen komischen Flash-Gedöns gemacht. Was mir nicht gefällt. Und irgendwie muss ich jetzt erstmal mich hier wieder um die Ads kümmern. Und vor allem über die mich überschießen wollen. Hier sind mal schon die da hinten. Da sind so ein paar davon. Und gucken, dass der Eumel... Da steht er nur rum. Dass der Eumel mir nicht zu nahe kommt. Au! Aua, so eine Scheiße. Okay, und jetzt kann ich ihm wieder Schaden machen. Also, Raketenwerfer ist nachgeladen. Umdrehen und er ist hinter der Wand. Ist er nicht, er kriegt noch was. Maul. Ein paar Mal ein bisschen 1000 Schaden. Ja, das ist erstmal okay. So ein blöder Häuptling, der kriegt mal kurz aufs Maul, nachdem ich seinen Mate auch noch gebitch-slappt habe. Und irgendwie ist der Raketenwerfer doch im Moment die richtige Wahl. Weil ich mir meine Ulti lieber für jemanden aufhebe, bei dem ich weiß, dass es sich da lohnen wird. So, ein bisschen Bogen. Ist ja schön, dass er dann manchmal so zusammensinkt, wenn er hier von so ein bisschen den Kopf bekommt, wie eben gerade, oder doch nicht. Eben hat er nur so einen da geschmissen. Und er fällt um. Danke. Oh, da sind ja Gegner. Oh, da sind keine Gegner mehr. So, Munition wieder sammeln. Besiege den Fanatiker. Okay. Und ich weiß mir schon, wofür ich meine Ulti aufgehoben habe. Nämlich genau für den. Und ich komme nicht durch den Schild. Ich fürchte die Toten nicht. Ich beherrsche den Tod. Ich fürchte die Toten nicht. Ich beherrsche den Tod. Nützt mir mehr. Ja, okay. Verfolge deine Rachepläne. Deine Gefallenopfer nehme ich in meiner hohen Armee auf. Die Festung ist sicher, aber die Barone sind entkommen. Das war unsere beste Chance, das zu beenden. Jetzt sind sie abgehauen. Na, die sind ja auch Pussys. Was sollen wir jetzt machen? Sind alle abgehauen. Arsch. So, neue Level up. Folge beendet. Nicht Folge beendet, sondern Mission. Ja, und der blöde Fatzke hat sich von mir nicht besiegen lassen, der Arsch. Warum nicht? Weil er eine Pussy ist, weil er weggerannt ist. Jo. Das ist so ziemlich der Grund. Oh, denen hast du das gezeigt, was? Ein kleiner Tipp. Kenne deinen Feind, bevor du dich ihm stellst. Rex ist warm, der Henker. Ein stummer Sadist. Er war bekannt dafür, Geächteten die Arme herauszureißen. Karnix, der irre Bomber. Die Betonung liegt auf irre. Dieser Explosionsexperte hat einen Knacks weg. Die Gaunerin, Araskes. Eine Lügnerin und Intrigantin. Ein Rat. Vertraue nichts, was von ihr kommt. Hirax. Der Gedankendreher, ein echter Manipulator. Er ist auf morbide Weise von der Schar fasziniert. Jawix, bekannt als die Raserin. Die Anführerin einer Bande moskitofahrender Wilder. Sie verbreiten nichts als Chaos. Der Schütze, Pyrrha. Der einzige lebende Gefallene, der den Schuss landen konnte, der Kane sterblich machte. Elykris, die Maschinistin. Die Geißel des Solis-Abstiegs. Sie hat ein ganzes Arsenal voller Technologie und schwerer Geschütze, die sie mir gestohlen hat. Der Fanatiker, höchstpersönlich. Fokrul, Anführer der Barone und Erster des Hohns.
Seine dunkle Magie hat keinen Platz in meiner Bucht. Keinen. Zu schlimmer Letzt, Aldrin Sov, Verräter seines Volkes und der Mann, der den Abzug drückte. Von ihm gibt es zwar keine Spur, aber seine Barone sind reif. Spüre sie auf und erledige sie. So isolierst du Aldrin und kannst ihn finden. Dann musst du nur noch den Abzug drücken. Klingt gut. Nur noch den Abzug drücken, kriege ich hin. Wobei, manchmal auch hin und wieder noch die Sehne loslassen. Ja, eine kleine Vorstellung der Barone. Fand ich ganz interessant. Kriegen wir auch mal hier so ein bisschen was mit von der Story. Ein bisschen Lore, wenn man es so wissen will. Oder wenn man es so will. Ja, mal schauen, wo wir jetzt landen. Genau, in Spiders Unterschlupf. Alles klar. Und ich halte mich daran, was ich gesagt habe, mit den, was die Mission und die Folgenlänge angeht. Eine Mission pro Folge. Das war die Mission. Und deswegen hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie das getan hat, dann zeigt mir es doch sehr, sehr gerne in Form von einem Daumen nach oben und einem Kommentar. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei sein würdet bei Destiny 2 Forsaken. Bis dann, haut rein und ciao.